Kürzlich habe ich auf einer unserer Veranstaltungen für eine Person gebetet. Und während dem Gebet bekam ich ein Bild, was mich wirklich beeindruckt hat. Und ich möchte das weitergeben, weil ich glaube, dass es dich genauso segnen wird wie diese Person. Es war folgendermaßen. Es war eine Wüstensituation, ganz trockener, ausgedörrter, aufgesprungener Boden. Und da war ein kleines Pflänzchen, was gerade so ein paar Blätter aus dem Erdreich herausgebracht hatte. Gerade so begonnen hatte, sich zu entwickeln und zu wachsen. Und auf diesem kleinen Pflänzchen lag eine gewaltige Last, die es richtig platt drückte. Ein gewaltiger Kubus, so richtig ein Kubikmeter, Meter, lastete auf diesem kleinen Pflänzchen. Ich dachte erst in dem Bild, es wäre Beton, aber dann erkannte ich, dass es Eis war, ein Eisblock. Und dieses Eis mit der Kälte und mit dem Gewicht und diese Last drohten dieses Pflänzchen wirklich zu zerstören. Und dann ging die Sonne auf und die Sonne war heiß. Und das Eis schmolz. Und das Wasser lief an den Seiten herab und durchfeuchtete den Boden und es schmolz sozusagen zusehends, schmolz dieser Eisblock weg. Und das Interessante war, dass der Boden durchfeuchtet wurde. Der ganze dürre, trockene Wüstenboden wurde da auf einmal feucht, wurde richtig wertvoll für das Pflänzchen, dass es die Nährstoffe herausnehmen konnte und wachsen konnte. Und auf einmal war dieser Eisblock verschwunden. Die Last war weggenommen, aber der ganze Boden um das Pflänzchen herum war so, dass es jetzt richtig wachsen konnte. War gut durchfeuchtet. Die Wüstensituation war auf diesem kleinen Stückchen auf einmal nicht mehr gegeben. Das Pflänzchen war bestens versorgt. Und das ist ein interessantes Bild. Was lastet auf dir so schwer, dass du denkst, es erdrückt dich? Was drückt dich so nieder, dass du denkst, du kannst dich nicht entfalten, du kannst kaum hervorkommen. Vielleicht ist es nichts anderes als etwas, was zum größten Segen für dich wird, wenn die Sonne des Herrn kommt und das Eis schmilzt. Das, was dich am meisten belastet, kann zum größten Wachstumspotenzial in deinem Leben werden. Das, woran du denkst, dass du kaputt gehst, kann der größte Segen werden und dich in die eigentliche Phase des Wachstums hineinbringen. Und das ist es, was du mit dem Herrn machen musst. Du musst verstehen, dass die Umstände, die Schwierigkeiten, die Herausforderungen deines Lebens nicht sind, was dich erdrücken kann, sondern wenn du mit ihm das einfach in Angriff nimmst und sagst, Herr, lass es mir zum Segen werden. Ich möchte, dass das, was mich jetzt hier so fertig macht, im Grunde genommen mich vorwärts bringt. Das ist möglich. Der Herr will den Eisblock, der auf dir liegt, schmelzen und dich zum Wachstum bringen. Und das, was dir zum Schaden gereichen soll, wird zum großen Segen für dich werden. Ich möchte dir eine bekannte biblische Verheißung wirklich heute zusprechen. Nimm sie für dich ganz persönlich. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alles, was dir passiert, dient dir letztlich zum Guten. Wann gilt das? Wenn du Gott liebst. Wenn du jemand bist, der sagt, ich liebe den Herrn, dann ist egal, was dir passiert, es wird dir zum Guten in deinem Leben dienen. Und der Eisblock, der auf dir liegt, wird zu einem guten, bewässerten Boden werden, aus dem du hervorwachsen und aufstehen kannst. Nimm das für dich persönlich, denn ich weiß, der Herr hat mehr für dich.